Dann haben wir hier eine goldene Schaufel. Silk Touch, muss ich mir merken. Wenn wir irgendwie mal Grünzeug für den Nether brauchen. Was übrigens das T-Shirt sieht und da sind Flecken drauf. Ich habe vergessen, ein anderes anzuziehen. Ich habe mir vorhin Gorgonzola-Soße gemacht und da ist ein kleiner Unfall passiert. Psst. Muss niemand wissen, außer uns, ne? Wir können uns das gegenseitig eingestehen. Ich nehme mal das Feuerzeug mit, das werde ich... Nee, ja, also ich habe heute einen Plan für noch eine andere Sache. Ach, er hat einen Plan. Wahnsinn, ganz mal was Neues. Ruhe. So, Bams. Das hätte ich beinahe vergessen, dass ich eigentlich die Kobbel-Geschichte hier machen wollte. Ja, der Kobbel, das kommt in die Bahndämme rein. Also, wir werden heute anfangen, wenn alles gut geht, an der Bahn zwischen Honky Island und Horstieheim zu bauen. Ach, hier ist eine Kupfertruhe. Schau dir das mal an. Weißt du was? Dann machen wir da auch gleich mal... gehen wir auch gleich mal in... Dings. Frag mich jetzt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Nö, also ich habe nicht geguckt, ob da noch mehr Kupfer ist, sondern ich habe geguckt, was man da zusammenfassen kann. Alter, wie viel ist aufgenommen? Oh, 44 Minuten. Ja, ich hoffe, das kann ich mir hier erlauben, mit euch hier die Sortiererei zu machen. Ist das? Hier ist so viel Rotstein, den will ich... Für den will ich zwar nicht tot sein, aber den könnte man ja mal verdichten. Also, ich hätte jetzt nicht die Klöße rausnehmen müssen. Die Thüringer Klöße. Ach so, da ist noch mehr. Komm. Hau rein, Digga. Boah, aber mehr geht nicht. Bams. Alter, schau dir das an. Ja, den Rotstein werde ich gebrauchen können, weil ich plane, ein weitreichendes Bahnstreckennetz und, ich werde dieses Mal das erste Mal ein Weichensystem einbauen, wenn ich das hinkriege. Wenn meine alte Schimmelrübe das halbwegs rafft. So. Ja, den Netherquarz, den würde ich ja gerne verdichten. Aber das Problem ist ganz einfach. Ich glaube, den brauche ich auch später... noch für Redstone-Komparatoren oder so. Ist doch so, ne? Ja, der Typ macht ernst mit verschiedenen Sachen in nächster Zeit. Also manchen wird das nicht genug sein, aber ich werde mein Bestes tun, ein paar Sachen umzusetzen, die ich schon lange plane. So. Ja, mal ein bisschen verdichten hier so die Wertsachen. Ja, kann man machen. Gut. Die packe ich zusammen. Bams. Ja, und wieder was geschafft. Hier haben wir noch Block of Iron. Und also Block of Iron. Ja, Bone Block will ich eigentlich woanders hinpacken. Ich nehme die hier nochmal mit raus. Das ist zwar... Nee, die brauche ich gar nicht erst anzufassen. Die kann ich da hinpacken. Dann... mach schon. So. Ja, einfach nur zum Angeben, ne? Wird demnächst mal wieder Piglin Trades machen. So. Zack. Ach ja, da ist ja noch was. Ja, mit den Dorfbewohnern, mit den Bibliothekaren, Mending-Bibliothekaren, ne? Ich sage nur, Mending-Bibliothekar nur noch im Sumpf. Why the fuck? Na? Kann sich das von euch einer erklären?
welche Logik dahinter steckt, außer dass man ganz einfach mal die Minecraft-Spieler icken will. Black Wool, okay. Ja, kommt auch mit. Aber alles, was keine Waffe ist, kommt jetzt hier raus. Ja. Ich hoffe mal, dass ich den Quatsch auch dann untergebracht kriege. Ach, da sind ja auch noch Sättel. Meine Fresse. Aber schaut mal, ne? Jetzt kriegen wir hier langsam Grund rein in die Sache. Ui, da ist ja noch die Super-Ho. Ach du Scheiße. Ja, nee, das wird dann mal nichts, ne? Wir müssen wohl noch eine zweite... Ja. Weißt du was? Wir müssen umsortieren. Aber nein, das mache ich jetzt nicht. Was ist eigentlich hier drin, ne? Ach so, guck mal. Okay. Also hier drüben sind auch noch Truhen. Weißt du was? Ich packe jetzt alles, was wir jetzt nicht unterbringen konnten, da rein. Dann sind wir immer noch nicht fertig mit dem Quatsch. Aber ich habe jetzt echt keinen Nerv, jetzt hier die ganze Zeit rumzusortieren. Warte mal. Hier war doch noch Kohle. Ja, Block of Coal hier. Das ist Black Wool. Pack ich da rein. Pack ich da... Ah, nee. Was? Nee, warum willst du denn Black Wool da reinpacken? So, hier ist noch mehr Kohle. Danach habe ich gesucht. In der Tat. Okay. Keine Angst, das wird hier schon wieder alles irgendwie... Ist nur eine vorübergehende Sache, was ich hier mache. So, ja, den auch noch da oben drauf. Dann haben wir hier noch mal einen so auf jeden von denen. Und dann haben wir noch mal 13 Blöcke cool. Ja, das heißt so. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. So, ja, hier oben noch mal, hier sind noch Katzen. Katzenanzüge. Finde ich, sieht so aus. Ja. So, und dann machen wir hier noch mal so den Rest vom Quatsch, den wir nicht unterbringen können. Es soll es dann auch erstmal gewesen sein. Schaut euch das an. Warte mal, hier fehlt noch was. Halt, gib die noch mal her, also zumindest einen von den Item Frames. Und dann gib mir mal einen Kupferbarren. Dann können wir den Barren da rein schmeißen. Nö, komm, das sieht gut aus. Das sieht aus wie ein Brot. Jo, ich würde sagen, doch, das hat schon was. Und den Rest machen wir dann irgendwann anders. Wir brauchen wahrscheinlich sowieso einen zweiten Lagerraum. Also eine zweite Etage Lagerraum. Oder wir müssen den Lagerraum vergrößern, aber ich weiß nicht in welche Richtung. Weil da draußen ist ja Garten. Das müsste ich dann dementsprechend nochmal eruieren. So nennt man das. Jawohl. Gut, was hatte ich als nächstes vor? Ihr seht hier schon die ganze Zeit, ich habe hier die Amethyst-Charts drin. Ne? Die bringe ich mal runter zum Spawner. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. Ja, hier passiert heute was Besonderes, wenn ich dazu komme. Ja, so viele Baustellen und so wenig Zeit. Ja, apropos Zeit. Ne, also das Ding ist, ich habe es vorhin angefangen zu erzählen. Also am 15. fahre ich mit dem Rad in Richtung Regensburg los. Am 22. komme ich an. Am 23. ja, so ist das. Am Sonntag, den 23. fahre ich nach Wien. Horsti, falls du hier schaust, bitte Bescheid sagen. Ich würde mich freuen, dich mal in Person zu treffen. Tatsächlich. Man sollte es gar nicht glauben. War das jetzt hier, wo es zum Spawner ging? Weil ich würde gerne
das Tinted Glas da wegbauen. Nee, ich glaube, ich habe die Ausfahrt verpasst, aber egal. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das nochmal war. Ich glaube, es war in die andere Richtung, oder? Oder war es auf einer anderen Ebene? Ich glaube, es war eine Ebene höher. Es war eine Ebene höher, glaube ich. Ich hatte hier eine Strip-Mine und da hatte ich... ach egal, weißt du was? Ansonsten gehen wir in der Oberwelt dahin. Hauptsache, wir gehen nicht dahin. Ja, jetzt ein bisschen auf und nieder immer wieder. So haben wir es früher gemacht, so machen wir es heute. Ja, ja, und dann halt 23. Und dann danach die Woche, da sind dann die Abi-Feierlichkeiten der Herren und da wird dann gefeiert und gegrillt und alles mögliche gemacht in Regensburg. Und eine Woche später fahre ich dann wieder nach Hause. Also ich bin eine Woche auf dem Weg dorthin. Ich wollte am Anfang nur 3 bis 4 Tage einplanen. Aber ich habe inzwischen begriffen, dass das zwar machbar ist, also das ist zeitlich machbar, aber es würde einigermaßen, sagen wir mal, stressig werden, ne? Für 600, 700 Kilometer. Warum 600, 700 Kilometer, kann ich dir erzählen. Ja, da ist ein Unterschied zwischen 600 und, also 1400, 1200 und 1400 Kilometer werden es dann hin und zurück. Da gibt es einen Unterschied, Schlauberger, ja. 200 Kilometer Unterschied. Und warum? Warum sage ich das immer so? Alter, die werden noch sterben. Weil, weißt du was, die blauen Blüten hier, die pflücke ich mal ab. Muss ich dann hinterher wieder nachsehen. Wegen Sachen. Ja, da gibt es, was machen Sachen? Werde ich dir zeigen. Nee, es ist so, pass auf. Eine Fahrt, also sagen wir jetzt hin, von Hamburg nach Regensburg. Luftlinie sind so roundabout etwas über 500 Kilometer. Luftlinie. Wir können aber nicht fliegen, ne? Nö, können wir nicht. Das habe ich mehrfach auf der Stephansburg gezeigt, dass Honks nicht fliegen können. Und Sonnys übrigens auch nicht. Ich gucke noch mal, ob hier Amethyst nachgewachsen ist. Währenddessen kann ich weiter erzählen. So, weil ich nicht fliegen kann, muss ich natürlich, kann ich nicht, Cluster, da ist er, genau, muss ich einen Weg fahren, Alter, nein, ne, habe ich jetzt, ich habe jetzt einen Block abgebaut, scheiße, ja, weil ich euch was erzählen will und, Amethyst, Bad, warum wachsen die Dinger nicht, verflixte Axt, die Axt kann da eigentlich nichts dafür, Cluster, guck. Ja, immer ganz genau Ziel. Aber willst du mich verarschen? Jetzt ist das Ding da oben drauf gelandet. Moment. Ich sag's doch. Da ist auch noch ein Bud. Nee, das ist ein Cluster. Ich brauche Cluster, nicht Buds. Alter, erzählen und gleichzeitig... ist ein Cluster? Nee, nur ein Bud. Salzuffeln. Ja. Ich erzähle gleich weiter. So, die einfachste Strecke, also die einfach geplanteste Strecke per Auto sind jeweils 600 Kilometer. Also zweimal 1200 Kilometer. Und eine gemütliche Fahrradstrecke, eine Strecke 700 Kilometer, hin und zurück 1400. So einfach ist das mal aufgeschlüsselt. Also ich bin nicht blöd, ne? Ist Bescheid, ne? Naja, ist ja unschön, dass ich das kaputt gemacht habe. Ich habe hoffentlich keinen Knospenblock abgehauen, sonst das würde ich mir niemals verzeihen. Gut, machen wir gleich mal Tinted Glass. Nicht zu verwechseln mit Tainted Love. Tinted. Ja, und wie immer, wenn ich irgendwas
Falsches sage oder Dinge, die mir nicht gefallen, dann reserviere ich mir das Recht, hier auch mal zu... Glas? Ich will das Tintenglas verbauen. Ach, da ist es ja. Okay. Kann man nur schlecht sehen. Nein, ist keine Ausrede. Nee, also jetzt wisst ihr auch, warum ich immer sage 1200 bis 1400 Kilometer. Eigentlich sind es 1000... etwas mehr als 1000... zwischen etwas mehr als 1000 und etwas mehr als 1400 Kilometern, wenn man die Luftlinie als Option mit einbezieht. Ja, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, weil anlässlich einer Anfrage, die ich an zwei AIs geschickt habe, habe ich erstmal festgestellt, wie dämlich die Teile eigentlich sind. Ja. Die KI ist nämlich nicht imstande, folgende Frage zu beantworten. Welches ist die höchste natürliche Erhebung, also der höchste Berghügel, auf Luftlinie zwischen Hamburg und Regensburg? Das kann zumindest Microsoft Copilot und Google Gemini können das nicht vernünftig beantworten. Ich habe exakt diese Frage gestellt. Welches ist die höchste natürliche Erhebung Luftlinie zwischen Hamburg und Regensburg? Ja. Die Antworten, die ich bekommen habe, haben mich einfach nur vor Lachen prusten lassen. So. Ich möchte mal, ich habe da letztes Mal gesehen, dass da oben eine dunkle Ecke ist. Ich möchte nicht, dass da mir eines Tages irgendwie ein Creeper auf den Kopf springt. Deswegen werde ich das mal ausleuchten. Das habe ich mir beim letzten Mal durchsehen. Alter, ich bin heute sowas mal durch. Das habe ich mir beim letzten Mal durchsehen gleich vorgenommen, weil ich dachte so, irgendwann läufst du da drunter lang und denkst an nichts Böses. Und dann kommt was Böses. Ich werde mich hier so hochtreppen an der Wand, dann kann ich gerade noch rechtzeitig sehen, wenn hoffentlich, wenn da oben was Böses runterkommt. Also, ich erzähle euch mal, was diese Wunderwerke der KI mir als Antworten auf meine Fragen gegeben haben. Eine sehr einfache Frage, wo ich eigentlich dachte, meine Güte, das sollte die einfachste sollte die einfachste Übung sein für die heutige KI-Technik. Tja, alles Scheiße, alles Schrott, Leute. Metal. Ja. Ich sehe mich hier schon runtergesprengt werden von irgendeinem Creeper. Weil ich hier erzählen möchte, weil ich euch unterhalten möchte. Also pass auf. Die lächerlichste Antwort gab mir doch tatsächlich Copilot von Microsoft. Das verwundert mich aber auch nicht. Diese sogenannte KI ist das blödeste Stück Software, das es auf diesem Planeten gibt. Woher ich das weiß? Das weiß ich von meinem Versuch. Ups. Ich sag mal, ich wollte diesmal cheaten mit meinem Albumcover für mein neues Album, weil ich einfach keine fucking Zeit habe. Und also die Ergebnisse, die ich bekommen habe, als ich einen wirklich ausführlichen Prompt Microsoft Copilot gegeben habe, einen wirklich ausführlichen Prompt, der eigentlich hätte genügen müssen, um exakt das zu generieren, was ich gerne haben möchte. Bei. Kann man so auch nicht sagen, ne? Ich meine, ich bin der Meinung, handgemacht oder selbstgemacht, selbst ausgedacht ist auf jeden Fall jeder KI überlegen. Prove me wrong. Wenn man es kann, wenn man es hinbekommt, ne? Ist nur immer die Frage, kriegt man es hin, ne? Ich mach mal das Wasser da weg, das nervt. Kriege ich das? Ja, das ist contained, Digga. Soll ich mal anticken, mal gucken, was passiert?
Ja, was soll schon passieren? Der Scheiß fällt runter, klar. Also pass auf, was Microsoft Copilot mir als Antwort gegeben hat. Du wirst es nicht glauben. Einen 150 Meter hohen Hügel hier in Hamburg-Harburg. Das ist nach Microsoft Copilot die höchste natürliche Erhebung auf Luftlinie zwischen Hamburg und Regensburg. Aber Google Gemini ist nur ein wenig besser. Google Gemini hat mir auf die gleiche Anfrage... hol doch mal Schwert raus. Digga, der wird mich noch hauen, wenn ich hier nicht schnell genug bin. Bams. Trab an, du Klappstuhl. Ich hab nicht ewig Zeit.